Freunde der individuellen automobilen Fortbewegungsentwicklung, ist Tobi hier von Westfalen Customs mit einem neuen Video. Wir bauen mal wieder am Caprice und heute geht es darum, die hinteren Airride-Aufnahmen zu bauen. Ich habe schon mal angefangen, einen Prototypen gebaut. Wir haben vorher am Computer, also Marc filmt gerade, Marc hat am Computer per CAD einen Entwurf gemacht für die Aufnahmen nach Skizzen, die wir uns vorher überlegt haben. Ich habe da mal mich hingestellt an der Drehbank und mal einen Prototypen gedreht. Jetzt werden wir noch einen zweiten bauen, weil wir brauchen natürlich für links und rechts die ganze Geschichte. Ausgangsbasis für die ganze Nummer ist eine Stahlplatte, aus der dann so ein Ring werden soll. Auf diesen Ring kommt hier ein Stück Rohr drauf und ein Deckel. Darauf der Airride Bike und das ist dann die untere Aufnahme. Darauf kommt dann nochmal oben eine Aufnahme und dann haben wir den ganzen Ersatz sozusagen für diese serienmäßige PKW-Feder, die vorher im Caprice verbaut war. Aus einer Platte einen Ring zu bauen, ist nicht so ganz einfach. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich hinter mir eine 60 Jahre alte Drehbank stehen habe, die ich immer wieder sehr zu schätzen weiß. Wir werden jetzt mal anfangen und noch einen zweiten Ring bauen. Lass mal die Mitte an. Falls ihr bei der BG arbeitet oder irgendwie direkt mit Zug habt, könnte ich jetzt schon mal einen Eimer und eine Tüte holen, weil was wir jetzt machen, ist nicht so ganz fachgerecht, weiß ich selber. Mir fehlt leider ein ausreichend großer Maschinenschraubstock, um die Platte einzuspannen. Deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen kreativ sein, uns zu helfen wissen. Ich schraube schon seit 20 Jahren und am Anfang war es so, dass ich sehr, sehr kreativ sein musste mit meinen ganzen Sachen. Und ja, diese Kreativität ist geblieben. Wir werden jetzt also hier mal ein bisschen improvisieren. Auch wenn das nicht ganz fachgerecht ist, kommen wir trotzdem zur Lösung. Und jetzt geht's los, jetzt schneiden wir da mal ein Loch rein, das dauert eine Weile. Dafür da, dass man was innen reinspannen kann. Mhm. Wir haben jetzt aber ein Loch, ne, deswegen könnten wir die jetzt nicht spannen, so dass es rund wird, weil wir haben ja was Viereckiges und hier sind nur drei Füßchen. Mhm. Ne, deswegen müssen wir gucken, dass wir es von innen spannen, dass wir sozusagen jetzt so spannen. Mhm. Und das Ding ist aber, man kann die Dinger nicht einfach umdrehen, weil die haben in eine Richtung nur Teile, das heißt, wir brauchen komplett neue. Hier drin ist so eine Schnecke wie ein Gewinde. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich die der Reihe nach einsetze. So, jetzt weiß ich, dass hier die Schnecke sozusagen, der ist jetzt einmal übergerutscht, jetzt weiß ich, dass hier die Schnecke ist. Wenn ich jetzt anfange zu drehen, ja, dann bewegt er sich rein und die Schnecke bewegt sich weiter. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit der Schnecke hier dann den nächsten erwische. Hier ist der Ansatz der Schnecke, also muss ich den jetzt hier ansetzen und habe dann den nächsten, der angesetzt wird. Ich drehe die jetzt so, bis die alle hier außen bündig sind. So, das ist jetzt der Abstand. Die sind alle gleich, also das hat funktioniert. Also ein bisschen Eiern, wie gesagt, ist okay. Aber nicht so doll.